und herzlich willkommen auf meinem Kanal Tipps, Tricks and More. Heute werde ich euch zeigen, wie ihr euch eigene perfekt auf euer Ohr angepasste In-Ear-Kopfhörer selber bauen könnt. Das heißt, ich werde euch mitnehmen von der Ohrabdrucknahme beim Hörakustiker über das genaue Zuschneiden und Schleifen des Silikonabdrucks, das Herstellen einer Negativform und der In-Ear-Schale sowie die Nacharbeiten an dieser, dem Einbau der Treiber und Schallschläuche, schlussendlich dem Aufsetzen einer Faceplate und natürlich meinem Fazit zu Sound und Bauprozess. Das Ganze natürlich so gut verständlich, dass jeder von euch diesen Prozess wiederholen kann. Dann würde ich sagen, wir haben viel vor und legen auch sofort los. Vorab aber nochmal ein riesiges Dankeschön an die Firma MacEar, die mir alle nötigen Komponenten für dieses Projekt kostenlos zur Verfügung gestellt hat. MacEar verkauft professionelle In-Ear-Systeme, aber auch DIY-Sets, in denen wirklich alle Materialien enthalten sind, um sich so ein System selber zu bauen. Der Grund, warum ihr alle Materialien zur Herstellung der In-Ears von MacEar beziehen solltet, liegt einfach darin, dass sich die von MacEar angebotenen Stoffe zuverlässig, medizinisch getestet und zu 100% miteinander verhalten. Heißt, dass bei empfindlichen Ohren, die die meisten haben, kein Hauterschlag oder ähnliches hervorgerufen wird, aber auch, dass die In-Ears extrem robust und langlebig sind und nicht ausbleichen oder ähnliches. MacEar bietet alle Komponenten zu guten Preisen an, auch mit internationalem Versand, und ich empfehle euch einfach mal in deren Shop vorbeizuschauen. Alle Links von MacEar, aber auch anderen in diesem Video verwendeten Produkten findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Um sich ein passgenaues In-Ear-System anfertigen zu können, benötigen wir natürlich erstmal einen Abdruck unseres In-Ohrs. Dazu rate ich euch dringend, zu einem Hörakustiker zu gehen, denn wenn man als Laie versucht, sich Silikon in den Gehörgang zu spritzen, ist das Risiko einer Verletzung einfach viel zu groß. Des Weiteren kostet so ein Abdruckpaar nur ca. 10 bis 15 Euro, was jeder verkraften sollte. Bei dem Hörakustiker eurer Wahl legt ihr ein PDF von MacEar vor, in dem alle Kriterien, die der Abdruck erfüllen muss, aufgelistet sind. Der Hörakustiker wird euch dann einen kleinen Watteball bis kurz hinter den zweiten Knick eures Gehörgangs einführen und dann ein 2-Komponenten-Silikon ins Ohr spritzen. Achtet hierbei unbedingt darauf, große Kaubewegungen zu machen, damit das Silikon jeden Winkel eures Ohres ausfüllen kann. Keine Angst, keiner dieser Vorgänge ist in irgendeiner Weise schmerzhaft. Das Silikon ist lediglich etwas kalt im Ohr und schließt natürlich komplett ab, weswegen ihr nichts mehr hören könnt. Nach einer Trocknungszeit von ca. 10 Minuten werden die Abdrücke aus eurem Ohr genommen, und sofern keine Lufteinschlüsse vorhanden sind, war's das auch schon. Nun müssen wir den Abdruck zuschneiden. Vor diesem Schritt hatte ich anfangs am meisten Respekt, da es keine Anleitung auf YouTube oder sonst wo gab, wo erklärt wird, wie genau man den Abdruck an das Ohr anpassen muss. Das heißt, ich musste probieren und habe ein paar gute Tipps und Tricks für euch. Wenn man sich den Abdruck von oben anschaut, sieht man sofort, wo der Abdruck außen am Ohr beginnt und wo er im Ohr endet. Das heißt, das erste, was wir machen können, ist, den Teil im Ohr zu kürzen. Diesen solltet ihr gerade direkt beim zweiten Knick mit einem Cuttermesser abschneiden. Wenn man sich die beiden Abdrücke nun anschaut, sieht man natürlich extrem viel überschüssiges Material, welches entfernt werden muss. Um hier nicht zu viel oder zu wenig abzuschneiden, kann man sich recht gut an den Windungen des In-Ohrs orientieren. Legt dazu einfach eine Seite eures Messers gegen die Windung und schneidet im 90-Grad-Winkel gerade nach unten. Die Stellen, an denen ihr dieses machen müsst, könnt ihr dem Video entnehmen. Auch die nach außen zeigende Seite des Abdrucks muss begradigt werden, schneidet hierbei aber unbedingt nur das Nötigste ab. Um die durch die Schnitte entstandenen Kanten abzurunden, nehmen wir einen Dremel zur Hand und den speziellen Schleifaufsatz von MacEar. Mit diesem könnt ihr nun alle Ecken und Kanten neutralisieren bzw. leicht abrunden. Tut dies bitte nur an den Stellen, wo ihr geschnitten habt, und nicht auf dem gesamten Abdruck. Wenn wir uns den Abdruck nun etwas genauer anschauen, fällt auf, dass dieser durch die Beschaffenheit unseres In-Ohrs eine nicht zu 100% glatte Oberfläche und kleinere Unebenheiten aufweist. Da unsere In-Ears aber ein super glattes Finish bekommen sollen, müssen wir die Abdrücke in Paraffinwachs eintauchen. Nehmt euch dazu als erstes eine Büroklammer, biegt diese auf und steckt sie in die Oberseite eures Abdrucks. Das Paraffinwachs solltet ihr am besten nicht direkt auf dem Herd erhitzen, sondern einen zweiten Topf mit kochendem Wasser als Wärmequelle nutzen. Rührt leicht um, bis sich das Wachs komplett aufgelöst hat, und achtet darauf, dass es nicht anfängt zu kochen. Sobald sich das Wachs verflüssigt hat, lasst es auf ca. 70 Grad abkühlen, nehmt einen eurer Abdrücke und taucht diesen kurz ins Wachs ein. Haltet den Abdruck dabei mit seiner flachen Seite gerade nach unten, damit sich kein Wachsklumpen bilden kann. Lasst das Wachs am Abdruck aushärten und wiederholt diesen Vorgang erneut. Mehr als zweimal solltet ihr den Abdruck allerdings nicht wachsen, da er sonst zu groß wird und so später im Ohr drücken könnte. Alles Wachs, das übrig bleibt, könnt ihr natürlich in eine kleine Schale gießen und so wiederverwenden.
Nun müssen wir eine Negativform unseres Abdrucks herstellen. Zieht dazu die Büroklammer langsam aus dem Abdruck und klebt diesen mit Hilfe des Paraffinwachses oder kleinen Wachsplättchen auf den Boden der Manschettenform. Setzt dann den Zylinder auf. Nehmt euch anschließend das Agar-Agar und verflüssigt dieses in derselben Weise wie das Wachs. Achtet darauf, dass sich beim Umrühren keine Blasen bilden. Lasst es dann auf 45 Grad abkühlen und füllt es langsam, um Blasenbildung zu vermeiden, in die Manschettenform. Das Ganze muss nun ca. 2 Stunden an der Luft aushärten. Ihr könnt den Aushärtungsprozess aber auch beschleunigen, indem ihr die Manschettenform in den Kühlschrank stellt. Sobald das Agar-Agar ausgehärtet ist, nehmen wir den Deckel der Manschettenform vorsichtig ab und stecken diesen auf die andere Seite des Zylinders. Nehmt euch nun ein kleines Messer und entfernt sehr vorsichtig überschüssiges Agar-Agar auf der Oberseite eurer Form. Jetzt müssen wir den Abdruck aus der Form bekommen, was sich je nach Ohr schwieriger oder einfacher gestaltet. Ich habe mir dazu ein typisches Zahnarztwerkzeug genommen, den Abdruck damit gegriffen und aus der Form gezogen. Lasst die Negativform bei diesem Vorgang unbedingt in dem Zylinder, damit sie euch nicht auseinanderreißt. Ich empfehle nun ein Reinigen der Negativform mit klarem Wasser, um alle Wachsreste herauszuspülen. Hierbei könnt ihr die Form auf eventuelle Fehler kontrollieren und gegebenenfalls eine neue bauen. Das Agar-Agar kann bis zu 6-mal wieder erhitzt werden, also keine Panik. Seid auch nicht enttäuscht, wenn es beim ersten Mal nicht gleich super klappt. Das war bei mir auch so, ich bin genauso unerfahren wie ihr an die Sache herangegangen und es hat ein paar Versuche gebraucht, bis ich zu 100% zufrieden war. Nun geht's an die Herstellung der Schale, also dem Objekt, welches nachher in eurem Ohr sitzen soll. Dazu müsst ihr euch erstmal eine Farbe überlegen. Mackie bietet hier die Farben kristallklar, also durchsichtig, und blau, rot und schwarz transparent an. Da es sich bei allen diesen Farben um ein lichthärtendes Acryl handelt, brauchen wir eine UV-Lichtquelle. Da aber die Sonne nicht immer zuverlässig scheint, besorgt euch einfach eine typische Nagelstudio-Lampe und einen kleinen Drehteller. Schneidet ein kleines Loch in den Boden der Lampe, steckt da den Drehteller durch und voila, ihr habt euch schnell und simpel ein UV-Lichtgerät selber gebaut. Nehmt euch nun die Negativform und füllt diese bis zum Rand mit eurem Acryl. Lasst euch dabei genug Zeit, um Blasenbildung zu vermeiden. Legt den Boden der Manschettenform auf die Einfüllseite der Form und stellt das Ganze ins Lichtgerät. Nun kommt die große Frage, wie lange braucht meine Schale zum Aushärten? Erstmal sei dazu gesagt, dass die Schale auch eine Schale werden soll. Heißt, dass wir nach einer bestimmten Zeit das noch nicht ausgehärtete Acryl aus dem Abdruck ausgießen, um so Raum für die Treiber und Schallschläuche zu schaffen. Das ausgegossene Acryl kann übrigens wiederverwendet werden. Diese Zeit bis zum Ausgießen variiert natürlich je nach Ohrgröße und Lichtgerät. Nach viel Experimentieren bin ich mit meinem Lichtgerät auf 2 bis 3 Minuten gekommen, wobei eine Wanddicke von ca. 1,5 mm erreicht werden sollte. Wenn ihr also mein Lichtgerät kauft, habt ihr schon mal einen ungefähren Richtwert. Nach dem Ausgießen stellt die Negativform über Kopf erneut ins Lichtgerät und lasst die Schale in 7 bis 10 Minuten komplett aushärten. Nehmt die Negativform aus dem Lichtgerät und zieht die Schale vorsichtig heraus. Dünnes, ausgelaufenes Material kann hierbei vorsichtig mit der Hand abgebrochen werden. Die Schale hat nun so einen leicht klebrigen Effekt. Diesen könnt ihr neutralisieren, indem ihr die ganze Schale mit dem Oberflächenreiniger von Mackie reinigt. Ich habe bei diesem ganzen Prozess auch mehrere Anläufe starten müssen, bis ich mit dem Endergebnis meiner Schalen zufrieden war. Genug Material, um sich dieses zu erlauben, ist auf jeden Fall in jedem Set enthalten. Nun müssen wir die Böden der Schalen auf eine Höhe bringen, damit die Faceplate später bündig abschließt. Nehmt euch dazu sehr feiniges Schleifpapier, ich habe 2000er genutzt, und beginnt im Nassschleifverfahren den Boden auf eine Höhe zu schleifen. Schleift nur so viel wie nötig ab, damit der Abdruck nicht in der Länge schrumpft und verteilt das Gewicht eurer Hand gleichmäßig auf den Abdruck. In diesem Zuge könnt ihr auch gleich alle anderen kleinen Unebenheiten auf eurer Schale neutralisieren. Achtet aber unbedingt darauf, dass ihr den Teil, der später in eurem Ohr steckt, nicht zu sehr verändert, da dieser sonst Druckstellen im Ohr verursachen könnte. Wenn euch die Schalen soweit gefallen, können wir die Löcher für die Buchsen und den Schallschlauch bohren. Ich habe mir dazu noch extra einen Kurbelwellendremel gekauft, da dieser sehr gut in der Hand liegt und mit jeder Bohrmaschine verbunden werden kann. Er ist außerdem nicht so teuer wie ein Dremel, also ein perfekter Ersatz. Die Buchse sowie der Schallschlauch haben die gleiche Größe, ihr könnt also den gleichen Bohrer verwenden. Das erste Loch muss senkrecht in den Gehörgang gebohrt werden. Lasst den Dremel hier nicht zu schnell drehen und wendet keinen Druck an. Sobald sich der Bohrer durch zu schnelles Drehen und zu starkes Drücken verkeilt, bricht euch die Schale an der Seite auf. Also nehmt euch alle Zeit der Welt.
Das zweite Loch für die Steckerbuchsen muss an der im Video gezeigten Stelle gebohrt werden. Zeichnet euch dieses aber am besten einmal voran, setzt die Schale in euer Ohr und schaut, ob das Kabel, welches dort später vom In-Ear wegführt, nicht drückt. Wenn das sichergestellt ist, könnt ihr auch dieses Loch ganz vorsichtig bohren. Ich habe als nächstes noch eine ganze Zeit mit dem Schleifen der Schale verbracht und sie später einmal leicht mit einem Polierrad poliert. Den matten Look, den die Schale im Moment noch besitzt, wird später durchs Auftragen eines lichthärtenden Lackes glänzend gemacht. Nun geht's zum Einbau der Treiber bzw. der Soundmacher und Schallschläuche. Ich habe mich hierbei für ein Dreiwegesystem entschieden, welches mir von Mackie ans Herz gelegt wurde. Es gibt momentan zwei verschiedene Versionen der Dreiwegetreiber, einmal die normalen und ganz neu mit mehr Bässen. Ich habe mich hierbei für die Treiber mit mehr Bässen entschieden, was ich auch nicht, wie ihr in meinem Fazit hören werdet, bereut habe. Da wir auch die Innenseite unserer Schale glänzen lassen wollen, nehmen wir uns diese, befestigen sie mit Knete oder einem Wachsblättchen auf dem Deckel der Manschettenform und tragen mit einem kleinen Pinsel eine dünne Schicht des lichthärtenden Lackes auf. Hierbei darf kein Lack in die Bohrung kommen. Damit der Lack aushärten kann, muss die Schale auch wieder für 7 bis 10 Minuten ins Licht gerät. Nun müssen wir die Treiber an die Buchsen löten. Dazu liegt im Set Lackdraht und Lötzinn bei. Der positive bzw. Pluspin der Buchse ist der mittlere. Dieser muss an den Pluspol des Treibers gelötet werden. Der negative bzw. Minuspin der Buchse ist der komplette äußere Rahmen. Dieser muss an den Minuspol des Treibers gelötet werden. Verlötet sollte das Ganze so aussehen. Stellt sicher, dass die Lötverbindungen fest und zuverlässig sind. Nun kleben wir den Schallschlauch an die Treiber. Nehmt euch dazu normalen Sekundenkleber und benetzt das Metall um die Tonausgänge. Lasst auf keinen Fall Kleber in die Ausgänge kommen. Die Schallschläuche haben eine breitere und eine dünnere Seite. Die breite Seite müsst ihr nun vorsichtig über die Ausgänge der Treiber stülpen und bis zum Anschlag auf diese drücken. Ihr könnt danach noch ein wenig mehr Kleber auftragen, damit der Schall später nicht verloren geht. Den Schallschlauch könnt ihr nun am Ende leicht schräg abschneiden und in eure Schale einführen. Sobald der Schlauch aus dem Gehörgang erscheint, könnt ihr an diesem weiterziehen. Zieht den Schlauch so weit heraus, bis der Treiber in der Schale verschwunden ist und es nicht weitergeht. Schneidet den Schlauch dann knapp über dem Rand der Schale ab und klebt dort die Filterbuchse auf. Die kleinere Seite der Filterbuchse kommt hierbei über den Schlauch. Benetzt nun die Filterbuchsen von außen mit Kleber und zieht den Schlauch mit dem Treiber so weit zurück, dass die Filterbuchse mit der Schale bündig abschließt. Wenn dies geschehen ist, könnt ihr auch die Steckerbuchsen mit Kleber einkleben. Benetzt hierbei nicht die runde Seite der Buchse, sondern die flache und schiebt die Buchse bis zum Anschlag durch die Bohrung. Schiebt ihr die Buchse nicht komplett durch, sondern lasst sie bündig mit der Schale abschließen, ist nicht genug Stabilität geboten, was zum Brechen des In-Ears führen kann. Je nachdem, wie groß eure Ohren sind, wird es nun einfacher, die Treiber in der Schale zu installieren oder schwerer. Da meine Ohren relativ klein sind, war dies gar nicht so einfach. Drückt die Treiber leicht in die Schale, sodass sie in ihr verschwinden. Achtet darauf, dass der Schallschlauch dabei nicht geknickt wird, da dies den Sound dämmen würde. Nun wird's spannend, denn ihr könnt das erste Mal Test hören. Steckt das übrigens sehr hochqualitative Klinkenkabel an die Buchse und in eine Audioquelle und schaut, ob ihr Ton erhaltet. Sollte das der Fall sein, könnt ihr aufatmen, denn ihr habt alles richtig gemacht. Sollte es nicht funktionieren, steckt die Polarität und Lötverbindung an den Treibern. Als nächstes bringen wir an der letzten offenen Seite eine Faceplate an. Diese gibt es bei Mackie in den gleichen Farben wie das lichthärtende Acryl. Fräst sie auf ungefähre Größe eurer Schale, benetzt die Schale mit dem Faceplate-Kleber, Achtung, kein Sekundenkleber verwenden, und stellt sie auf die Faceplate. Das Paket muss dann wieder für 7 bis 10 Minuten ins UV. Nun fräsen wir die Faceplate ganz vorsichtig bündig mit unserer Schale. Die Faceplate sollte auch etwas abgerundet werden, da dies vom Aussehen viel hermacht. Wenn ihr nun zu 100% zufrieden seid, folgt der letzte Schritt. In diesem bringen wir unsere Schale wieder zum Glänzen. Dazu reinigt erst die gesamte Oberfläche mit dem Oberflächenreiniger. Nehmt nun den lichthärtenden Lack und tragt diesen auch wieder dünn und gleichmäßig auf den Abdruck auf. Lasst auf keinen Fall Lack in die Steckerbuchsen und Schallschläuche kommen. Alles erneut für 7 bis 10 Minuten ins Licht gerät und anschließend mit dem Polierrad noch einmal überpolieren. Jetzt nur noch die Cerumfilter einsetzen, die man mit dem beigelegten Werkzeug übrigens ganz einfach wechseln kann, und das war's! Durch den Lack erhalten wir eine glänzende, annähernd kratzharte Oberfläche, die sich echt sehen lassen kann. Als Fazit zum Schluss kann ich dem Sound auf jeden Fall 10 von 10 Punkten geben, da dieser wirklich durch Klarheit und schöne Bässe überzeugt. Als Soundvergleich kann ich sagen, dass ich ein großer Fan von Apples Earpods war. Diese In-Ears sind aber nochmal auf einem ganz anderen Level. Lustigerweise kam mir der von mir sonst so top empfundene Klang der Apple-Kopfhörer danach richtig kratzig vor, was ich gar nicht glauben wollte.
Zum Bau der Inia sei aber definitiv gesagt, dass man etwas Geschick und Fingerfertigkeit mitbringen sollte. Einer mit zwei linken Händen sollte sich das Ganze lieber zweimal überlegen. Ich fand den Lehrprozess dieses Projektes super spannend und fände es natürlich toll, auch euren in den Kommentaren mitverfolgen zu können. Zu guter Letzt würde ich mich natürlich riesig über ein Abo und eine Bewertung freuen. In so einem Video steckt immer unglaublich viel Zeit und Mühe und ich freue mich über jeden Neuen, der ein Teil davon sein will. Schaut euch noch andere coole DIY-Projekte von mir an. Ich wünsche euch noch einen ganz schönen Tag und auf Wiedersehen. Ciao! We'll be right back.